Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Last-Minute-Look. Der ist ein bisschen Game of Thrones inspiriert und der englische Titel ist ja A Song of Ice and Fire und das soll mein Make-up eben auch darstellen, so eine Art Transformation. Ich beginne damit, dass ich erstmal mein Gesicht grob in der Hälfte einfach durchteile, denn ich habe dem Titel entsprechend vor, die eine Seite weiß und eismäßig zu machen und die andere rot und Feuer. Und es gibt ja in Game of Thrones die White Walker, da habe ich mir dann einfach auf dem Smartphone ein Bild dazu bei Google angeguckt, damit ich weiß, wie genau die nochmal aussehen. Und ich finde, das eignet sich sehr gut für einen Last-Minute-Look, weil es echt nicht zu kompliziert ist. Man hätte natürlich auch diese Schuppenkrankheit nehmen können. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das da auf Deutsch heißt, weil ich das immer auf Englisch gucke. Das hätte aber wieder Latex benötigt und SFX. Und ich habe jetzt einfach hier Cremefarben genommen, um das Ganze aufzumalen. Wenn ihr keine Cremefarben zu Hause habt, ist ja halt Last Minute, dann könnt ihr aber auch ganz normalen Eyeshadow benutzen oder eben diese Theaterstifte, die es ja so in der Drogerie gibt um Halloween und Karneval rum. Ihr wisst schon, diese Kinderschminkstifte. Das eignet sich alles gut, mit allem geht das wunderbar. Ich hatte halt nur diese Palette zu Hause, auch noch vom letzten Jahr und ich finde sie wirklich gut. Die verlinke ich euch mal in der Infobox, die habe ich bei eBay, glaube ich, gekauft. Und ihr seht hier schon, ich schichte jetzt einfach. Ich habe erstmal grob hell und dunkel aufgetragen und dann mischt man nach und nach diese einzelnen Bestandteile miteinander. Und dann, wenn die Farbe immer so ein bisschen wieder antrocknet, kann man dann wieder mit einem helleren Ton drüber malen, wie zum Beispiel da beim Mund, und dann so die einzelnen Falten und Linien aufzeichnen. Auch zum Beispiel an der Schläfe, so wie jetzt. Das geht ganz gut. Und ja, ich finde, dass man diesen White Walker Look einfach charakteristisch ganz gut erkennt für Game of Thrones. Und der ist nicht so schwierig. Der ist so ähnlich wie ein Look, den ich letztes Jahr mal gemacht habe. Den kann ich euch mal verlinken. Da habe ich nämlich so ein Anatomie-Gesicht, also dass die Haut dann auf der halben Seite so weg ist, gemacht. Und im Jahr davor habe ich nämlich Attack on Titan gemacht. Also verlinke ich euch. Und jetzt habe ich das Ganze einfach mit Puder gesettet. Da habe ich Eyeshadow genommen, aber ihr könnt ganz normales Gesichtspuder auch nehmen oder was auch immer ihr da habt, nur damit diese Cremefarbe halt nicht mehr so abfärbt. Dann nehmt ihr einfach am besten schwarze und weiße und dann sollte das Ganze auch ein bisschen länger noch halten. Jetzt habe ich die Kontaktlinsen genommen. Diese hier kommen vom farblinsenshop.com. Verlinke ich euch unten. Das sind einfach die perfekten Eislinsen. Perfekt für White Walker Look. Und ja, die habe ich eingesetzt. Ich hatte das schon länger nicht mehr gemacht. Aber erstaunlicherweise hat das ganz gut geklappt. Und die waren direkt drin. Man muss dann blinzeln und zack, sind die am richtigen Platz. Und jetzt mache ich einfach die andere Seite. Und ich brauchte das jetzt nicht vorzeichnen, weil ich das ganze Design einfach spiegeln konnte, praktischerweise. Und ihr seht hier vielleicht, irgendwie sieht die schwarze Farbe dunkler aus als bei der weißen Seite. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist das eine optische Täuschung. Es war nämlich genau die gleiche Farbe. Ja, auf jeden Fall seht ihr hier jetzt, dass ich das Ganze dann in Rot mache. Natürlich gibt es so eine Figur nicht in der Geschichte, ich weiß. Aber ich wollte einfach vom Titel das so inspiriert machen. Und deswegen habe ich den White Walker eben in Rot und Feuer und Flammenmäßig so mir ausgedacht. Und ich dachte, mit roter und gelber Farbe kann man das am allerbesten mischen. Und es war im Endeffekt auch wirklich viel einfacher, weil ja, man konnte das gut schichten und es sah wirklich dann so ein bisschen aus wie Feuer. Ich hoffe, euch gefällt das. ja, und im Prinzip ist das auch schon eigentlich der fertige Look. Man schichtet das dann so alles aufeinander wie beim ersten Mal auch. Und dann ist eigentlich alles auch schon fertig. Jetzt kommen nochmal die Feuerkontaktlinsen. Die kommen auch von derselben Seite, farblinsenshop.com. Und ja, die trage ich dann auf die andere Seite auf, damit eben jede Seite die passende Linse hat, die eben zu diesem Element auch passt. Und jetzt flechte ich schon mal meine Haare, denn ich möchte auch noch eine Perücke aufsetzen, die zum Thema passt. Zwar jetzt nicht zum White Walker unbedingt, aber zu Game of Thrones. Und ich liebe ja Daenerys und ich liebe die Haare. Deswegen konnte ich nicht umhin kommen, mir auch diese Perücke zu besorgen von ja, Daenerys Targaryen eben. Also ich liebe diese Haare, die hätte ich auch in echt gerne. Man macht das Haarnetz drauf und dann seht ihr sie schon, ist sie nicht wunderschön. Die kommt von Ladies her, so wie eigentlich alle unsere Perücken, verlinke ich auch nochmal. Und die kann man dann einfach so ganz normal aufsetzen, so mache ich das immer von hinten, dann zerzausen die Haare nicht so und der Look ist auch schon fertig.
Und insgesamt habe ich gedacht, ich mache das Ganze so ein bisschen, als wäre Daenerys verwandelt worden. Erst ist sie ganz normal, hat das Augen-Make-up von Ice and Fire und dann verwandelt sie sich eben in diesen White Walker, beziehungsweise Firewalker, wie auch immer man das nennen möchte. Hier seht ihr nochmal ein paar Nahaufnahmen davon. Ich hoffe, euch hat die Transformation auch in gewisser Weise gefallen und dann war es das jetzt schon mit meinem Video. Aber Donnerstag kommt ja noch Carinas Last-Minute-Look und ich wünsche euch schon mal frohe Halloween.